Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesn-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Freizockt, Empire TV Tycoon. Wir sind zurück hier an Tag Nummer 8, beinahe hätte ich 7 gesagt, Tag Nummer 8. Und heute wird hier, ja, Empire Golden Balls vergeben und das ist, ja, mit Einreichung eines Spiels, eines Films oder einer Serie, die wir hier noch 4 Stunden 52 in Entwicklung haben. Ich glaube, das wird langsam eng. 1, 2, 3, 4. Ja, wir könnten es, wenn wir Glück haben, so 18, 19 Uhr haben. Ich hoffe, dann können wir es noch einreichen. So, unser Programm für heute. Sportler, Geeks, Rentner. Also ich sag mal, Mythbusters ist eine coole Show. Da werden die Rentner und die Geeks mit Sicherheit dabei sein. Bei den Athleten weiß ich es nicht. Die sind dann wahrscheinlich raus. So, dann können wir für die jungen Mädels, für die Childrens, können wir auch noch ein bisschen Programm machen. Ist nur die Frage, was, wann, wo und wie, weil wir haben ja festgestellt, dass die gar nicht so sehr auf Comedy stehen. Es ist schon ein bisschen kurios, ein bisschen schwierig auch, hier die richtige Zuordnung zu finden. Ich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir... Ja, komm, was soll's. Wir machen eine Comedy, da haben wir die besten Erfahrungen bei den Children und gut, Sportstar und Männer. Gut, wir können natürlich auch, wir können es auch ganz einfach machen. Wir könnten auch einfach einen Sport, aber das bringt auch nichts, weil The Sports lief ja schon super. Das ist noch nicht ganz fit. Ne, da machen wir hier eine Comedy für die Kids. So, da machen wir ein Block-Einspieler sozusagen für einen Western, weil wir da die Männer haben, die stehen auf Western. Ich würde sagen, The Lone Ranger kriegt mal die Episode Nummer 3. Wir haben immer andere Uhrzeiten, was ich persönlich ein bisschen schade finde, dass man sich hier so nach den Zielgruppen orientieren muss. Ja, also normalerweise müsste es so sein, dass du ein gewisses Programm aufstellst und die Zielgruppe dann von Fernsehen locken müsstest, normalerweise, ja, also für den Film. Und man müsste dann Dinge berücksichtigen, normalerweise, wie zum Beispiel, Männer arbeiten auch mal bis 19 Uhr. Das heißt, Filme für Männer oder Filme, Männerfilme, so ab 20 Uhr, Primetime, ne? Auch Sci-Fi-Filme und so weiter, 20 Uhr, Primetime. Da muss richtig Einschaltquote kommen. Und nicht so, wie es jetzt hier ist, wo ich praktisch mein Programm immer ausgleich oder abgleich nach, Zielgruppe, die ich hinten angezeigt bekomme. Finde ich persönlich ein bisschen, naja. Aber gut, das ist die Lösung hier von dem Spiel und ich will das auch gar nicht kritisieren, weil das Spiel mir unheimlich viel Spaß macht. So, wir nehmen hier einen Sci-Fi-Film, Edge of Tomorrow, weil wir hier die Geeks haben. Und vielleicht kriegen wir dann doch noch das Sportprogramm heute unter. Hier unten. So, dann wollten wir eigentlich auch das Ding eingereicht haben. So, jetzt sind wir aber erstmal am Gucken, dass wir hier ein bisschen Werbung reinkriegen. Das ist das Hauptproblem. Wir haben hier Sportler. Wir haben hier Sportler. Wir haben hier Männer. Wir haben hier Männer. Ja, und dann wird es schon eng. Dann haben wir nämlich keine Männer mehr. Wir haben auch keine Frauen heute. Und Sport sind wir schon durch. Wir brauchen Werbung. Das ist blöde. So, Radio-Ads war schweineteuer. Wir haben sie wieder. Da können wir uns natürlich auch mal Gedanken machen, ob wir da mal for Rebel Radio-Ad schalten. Und For the Edge oder Edge of Tomorrow ein Radio-Ad schalten. Und vielleicht hier ein Presse-Advertisement reinklatschen. Und vielleicht hier nochmal ein Highway-Billboard aufstellen. Einfach um mal ein bisschen Werbung zu machen für die Titel, die wir haben. Ich meine, wir nutzen das hier so gut wie gar nicht. Wundern uns, dass wir gewisse Einschaltquoten nicht hinkriegen. So, noch fast 4 Stunden. Wir gehen mal in die
Werbeagentur. Was haben wir denn hier? Wir sortieren mal durch nach der Audience. Ja, da können wir für Rentner, das ist cool. Für die haben wir ja auch Programm, so ist es ja nicht. Für Lovers gibt es bestimmt auch Programm. Das ist mir das Allerliebste. Das ist mir auch ganz recht. Lovers haben wir doch eigentlich schon. Oh, scheiße, Lovers 14 Millionen. Da habe ich es aber echt gut gemeint mit der Werbeagentur. So, ich glaube, ich bin dann raus mit dem, was ich jetzt geordert habe. Das wird noch schwer genug. So, und dann sollten wir runterfahren in die Library. Und sollten mal ein paar, ja, ausgelutschte Filme in die Tonne treten. So, da haben wir Space Mutant Prä-Laber-Gedöns-Film. Wäsch. Dann haben wir Multidimensional. Wäsch. Dann haben wir The Dance. Ist eine Show. Californication ist eine Show. The Rotten Priest. Wäsch. The Sports ist eingesetzt heute. Ninja. Wäsch. So, was haben wir noch? Iron Flux ist okay. Ja, die sind alle irgendwie pleased. Also Mythbusters trifft so ein bisschen irgendwie die Laune von allen. Seht ihr das? Deshalb haben wir auch 20 Millionen Einschaltquote. So, dann haben wir hier eine Unread-Nachricht. Professional. Oh Gott, wir müssen ein Musical bringen. Das ist nicht denen hier ernst, oder? Ein Musical um 1 Uhr nachts. Was haben wir denn hier? Schönes. Con Air. Puh. Empire Got Talent. Das ist eine Talentshow. Excalibur. So, warum haben wir die richtig guten Sachen? Starship Troopers ist ein richtig guter Titel. Den könnte man sich mal einverleiben. Es ist nicht so wirklich so grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben ja noch genug eigene Dinge am Laufen. So, wir gucken mal rein, ob wir hier werbetechnisch gut beisammen sind. Da unten soll man ein Musical reinhauen. Ey, ist das denn ihr wirklicher Ernst? So, was haben wir dann in Musicals? Maximal 1990. Alter Schwede. Das wäre das hier. Aber 8,4 haben wir da nicht. Das ist blöd. Können wir da unten ein Musical reinplacken. So, TV-Ads. Wir brauchen richtig Quote. Und die Ladies haben wir hier unten nochmal. Und deshalb würde ich sagen, packen wir doch mal die 12 Millionen Werbung da rein. Und die haben wir ja offensichtlich hier erfüllt. Ja, hier unten haben wir auch nochmal Sportler. Das ist Sportlerwerbung. 8 Millionen kriegen wir hier auf jeden Fall zusammen. Guti, dann, ja, die Rentner. Super, das haben wir natürlich jetzt auch ausgestochen. Lovers haben wir gar nicht hier mit dabei. Oh Gott, das ist ja grauenvoll. Wir haben Werbung eingekauft für Dinge, die wir gar nicht haben. Na gut, 10 Millionen kriegen wir hier hin. 10 Millionen kriegen wir hier hin. 10 Millionen kriegen wir hier hin. Sollten wir 12 Millionen hinkriegen, tauschen wir die alle aus. Machen wir es ganz einfach. Warum kompliziert, wenn es einfach geht? So, da läuft jetzt eine Werbung. Wir lassen mal ein bisschen die Zeit laufen. Dann kommt hier eine Comedy mit 13 Millionen Zuschauern. Ja, die lassen wir auch so durchlaufen. Wir müssen ja irgendwann nochmal die andere Werbung hier machen. Wir können jetzt nicht nur die 12 Millionen Werbung runterdüdeln. So, The Game Show gibt Probleme auf. Ja, wir machen eine Party fürs Team. Dass die immer so komplizierte Dinger von mir verlangen. So, 13 Millionen hier. Wir müssen ja auch die Werbung durchkriegen hier für die Männer. So ist es ja nicht. Aber ich denke, so eine 12 Millionen Werbung
Könnte schon was werden. Oh oh. Nee, seht ihr? Hier kriegen wir es nicht hin, aber 10 Millionen kriegen wir hin. So, da kriegen wir schon mehr hin. Da haben wir 16 Millionen. Da können wir mal umstellen auf die andere Werbung. Und bei so Sports bin ich mir nicht so 100% sicher. So, und ich warte, dass unsere Gameshow fertig wird. Die müsste jetzt auch gleich mal fertig sein. Das wird langsam... Oh, die ist fertig! Wieso sagt mir denn keiner was? Da müsste noch eine Mail kommen. Arbeit erledigt. So, Bewertung 6,8, 6,2, das wird nicht gut, 6,0, 6,6 und 6,9, macht 6,5, das ist nicht so wirklich, könnte besser sein. So, sieht aber eigentlich ganz gut aus, bis auf Erotik, da haben wir nur eine D-Bewertung. Wir reichen The Game Show ein. Da sind wir wenigstens dabei. Da haben wir wenigstens die Chance, dass wir irgendwas hinkriegen können. So. Schwierig. Schwierig. Ganz schwierig. Bei so viel Einschaltquote müsste ich eigentlich umstellen. Wie lange läuft die noch? Bis morgen? Komm. Wurscht. Ey, bei 16 Millionen Zuschauern, da fackeln wir nicht lange. Da unten sind übrigens auch Frauen. Das ist natürlich sehr schick. Einmal Frauen. Zweimal Frauen. Wir gehen nochmal hierher. Vielleicht finden wir mittlerweile ja mal eine Sendung, die in die Quest reinpasst. Die, da wäre Musical 8,4 vor 1990. Musical 8,4. Ach komm, Reroll. Ist irgendwas anderes Interessantes dabei? Wieder eine TV-Show. Wir haben so viele TV-Shows, so viel kann ich gar nicht senden. Ich könnte natürlich umstellen, ich könnte nur noch TV-Shows senden. Jeder Block eine eigene Show. Das ist es. Das ist es. Kaufen. Und wieder hoch. Come on, come on, come on. Eil dich, Kumpel. Wir müssen Kohle machen und Fame. Wo haben wir das? Musical, 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 Musical. Das ist es. 1982, wenn ich das richtig sehe. Das packen wir hier rein, weil hier haben wir ja noch die Jungs. Ah, das ist ja fast perfekt. Die bringen uns da unten auch nochmal 10 Millionen. Also die Jungs hier bringen uns nochmal 10 Millionen. Bin ich ziemlich überzeugt von. So, dann kriegen wir die Frauenwerbung eventuell mal durch. Wir müssen natürlich noch was finden hier. Für die Lovers, für die... Männer und für die Frauen. Vielleicht haben wir ja... wo ist denn Californication? Vielleicht kriegen wir das ja hin mit der entsprechenden Marketing-Radio-Ad. Also die Lovers gucken es auf jeden Fall. Bei Männern könnte ich mir es auch vorstellen. Ob Frauen auf Californication stehen, weiß ich nicht. Es wird als Romance-TV-Show gesehen. Es ist natürlich, naja, es ist eine wirkliche Romance, ist das ja nicht. So. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Oh. Haben wir eingereicht? Wir können eigentlich laufen lassen. Wir sind fertig mit der Programmplanung für heute. So. The Sports, upsa, bringt 11,8 Millionen. Dann machen wir es so, dann sind wir die Werbung los, dann haben wir Geld für. Fertig. Ja, da sind wir die durch. Wenn wir hier 11 Millionen haben, da brauchen wir nicht mehr lange fackeln. So. Es wird spannend. Wie schaut's? Wir gucken nochmal hier rein. Awards...
Oh oh. Da sehen wir schon, was wir gekriegt haben, oder was? Reward, Award Rewards. Plus 1 Fame, plus 100.000. Audience Fame plus 1, plus 3. Also irgendwas müssen wir gewonnen haben. Das da. Best Secondary Actor. Da kriegen wir 100.000 und einen Fame-Punkt. Ärgerlich ist, wir hätten mit The Best Movie natürlich mehr bekommen können. Da hat allerdings Shuttle to Alpha Centauri, das hat voll abgeräumt. Mit bestem Director, bestem Skript und bestem Movie. Das sind dann mal saubere 675.000 und 4 Fame-Punkte. Das hat natürlich hier wahrscheinlich bis was auf den Kopf gestellt, aber wir liegen weit vorne mit 205 vor 197 und 188. Ich könnte es das erste Mal schaffen. Oh oh. Oh, ich wollte gerade sagen. Na, geht doch. Geht doch, ist doch hervorragend. Läuft doch. Und das kriegen wir auch durch. Das sieht auch gut aus. So, das hat richtig Geld gegeben und dann geht das auch noch durch. Das ist ja wie geschnitten Brot hier. Da machen wir natürlich eine große Werbung rein, ist doch klar. Ich meine, 12 Millionen Werbung musst du erstmal rumbringen. Tja, leider ist kein Lover dabei. Da müssen wir nämlich auch nochmal 14 Millionen Einschaltquote hinkriegen. Also wir müssen irgendwann die Tage nochmal einen Loverstag machen oder wir zahlen eine Konventionalstrafe, die jenseits von Gut und Böse ist. Und das war dann auch Tag 8 und damit geht Tag 9 los. Wir rennen mal rein, schnell zum Aufzug. So, drücken Escape und sind dann im Hauptmenü und an der Stelle, ja, ist schon wieder ein Tag rum, es wird immer schneller, es geht immer schneller. Und ich sage an der Stelle schon mal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, Nick Frey zockt Empire TV Tycoon. Und dann geht's weiter hier mit Tag 9. Und ich habe heute wahrscheinlich noch eine Überraschung für euch. Ich bin mal gespannt, ob ich das noch hinkriege. Und gehe von meiner 3 Videos am Tag Regel weg. Weil ich habe ein Spiel auf der Platte, was ich noch nie gespielt habe. Und das könnte heute durchaus auch noch kommen. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege, ob ich es mache und wie ihr darauf reagiert, dass ich das Spiel spiele. Ein bisschen verspätet und so weiter. Aber es ist so anders wie das, was ich bisher gezockt habe. Na gut, das ist aber ein anderes Thema, ist ein anderes Spiel. Wir haben hier Empire TV Tycoon. Die Folge für heute ist beendet. Ich sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.